Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? So, wir müssen Torres weiter belauschen. Sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Boah, das war knapp. Die hat mich beinahe erwischt. Beruhigt euch. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Boah, heikles Nummer hier. Die reden nicht. Ich bin ganz schön angespannt, um das hier irgendwie zu schaffen. War da vorne ein Assassine? Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres. Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Interessant. Es ist soweit. Nein. Nicht, bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Sie haben uns also doch entdeckt. Du hast es versaut, Kenway. Ich? Für die gute Sache. Ich zeige euch, wer es versaut hat. Der hat's versaut. Und der kriegt dafür, der bekommt's zu spüren, dass er's versaut hat hier. Jetzt bin ich nämlich hier. Zacke dich hier. Aber wirklich. Und du lässt Kit in Ruhe. Geh vorbei, Mann. Ich hol mir diesen Prinz. Kit, nein! Jim, oh Mann, oh Mann. Halt! Hinterher. Ach, komm du schon, Heilige. Mann. Lass uns das gemeinsam machen. Shit. Du hattest deine Chance. Tu es nicht, Kid. Ach, du Heilige. Warte. Jim, halt. Und jetzt unten weiter. Hier ist ein Mörder! Hilfe! Wachen! Was zur Hölle? Jetzt greifen mich die Wachen an. Was zum Teufel? Komm schon, Kid. Du musst mir helfen. Na und Kid haut jetzt weiter ab, obwohl ich sie schnappen hätte können, oder was? Das kann doch wohl nicht sein. Scheiße! Mein Gott, ich muss hier wen einholen.
Muss das jetzt sein, hier? Muss doch wirklich nicht sein. So, schnell weiter. Ich krieg dich trotzdem noch. Ja, wer hilft dir wem, hä? Wer hilft dir wem, Kid? Kann doch nicht sein. So. Jetzt aber. Immer mit der Ruhe. Nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht, bis ich den Weißen habe. Ich habe das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weißen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Mission beendet. Der Handlungsreisende. Optionale Ziele. Scharfschützen töten 0 von 4. Durch Rauchbomben verwirrte Wachen. Auch leider 0 von 5. Da habe ich gar nicht viel gemacht. Ich habe mich da wirklich durchgefightet. Mit den Rauchbomben habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass das überhaupt eine Option gewesen wäre. Auf jeden Fall eine spaßige Nummer, diese Geschichte. Ziemlich anspannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich echt konzentrieren müssen und ich bewerte diese Mission mit sehr gut, wie es sich gehört, weil das war echt eine super Sache. Ja, sorry, dass ich die optionalen Ziele nicht geschafft habe, aber halb so wild. Hauptsache, wir kommen in der Story weiter und da bin ich mal gespannt. Kingston. So, jetzt können wir erstmal in Ruhe hier weitermachen und ein bisschen die Gegend erkunden, auskundschaften. Beispielsweise den Anfang mit einem schönen Aussichtsturm machen. Kommen wir direkt von hier hoch. Müsste doch eigentlich klappen, oder? Die Parish Church. Zunächst war ja übrigens Port Royal. Das geht glaube ich nicht. Bin mir gerade nicht sicher, aber zunächst war ja Port Royal die Hauptstadt von Jamaika. Die Stadt, von der ich euch ja auch schon erzählt hatte. Die Stadt, die untergegangen ist. Einfach ins Meer abgerutscht. So, ich guck mal, wo hier der beste Ort ist, um auf dem Aussichtsturm zu klettern. Und der wäre wohl oder übel hier wahrscheinlich. So, jetzt langsam. Ach du Scheiße, was will denn der Schütze jetzt da? Ich kletter doch hier nur auf die Kirche. Mann, die Briten sind hier ganz schön aggressiv in Kingston. Ja, und Kingston ja auch heute noch die Hauptstadt von Jamaika. Für die Leute, die es interessiert. An so einem Fenster kann er sich problemlos hochklettern immer. Oder hochangeln, hochziehen. Aber manchmal an so Lamellen nicht. So ganz logisch ist das oft nicht. Aber okay, doch, ein Fenster ist mehr Grip. Kann man schon irgendwie erklären. So, wir synchronisieren mal. Da müsste mal dringend wieder der Dachdecker zur Kirche. Habt ihr gesehen, eine ganz große Delle oben drin, ne? Und wir verabschieden uns nach unten mit einem schönen Sprung. Hey, was macht der denn hier? Einer weniger. Schadet nicht. Ist schon ganz cool gemacht auch mit dem Heu. Das sieht natürlich in der PlayStation 4 Version nochmal ganz viel besser aus. Eine ganz andere Nummer. Obwohl die jetzt grafisch auch nicht so der Mega-Unterschied ist. Weshalb ich auch wahrscheinlich bei der PlayStation 3-Version bleiben werde. Auch aufgrund des Speicherstands, denn der lässt sich... Ich habe es noch nicht alles 100% ausprobiert, aber wahrscheinlich nicht übernehmen. Leider, sonst würde ich natürlich das einfach umswitchen. Wir hätten alles dasselbe in einer besseren Grafik. So was tut man nicht. Hat dir dein König keine Manieren beigebracht? Oh. Da dröppelt der runter. So, Munition plündern können wir auch mal eben machen. Und 9 Real und 2 Kugeln. Gut, weiter hier rüber. Gibt es auch noch ganz andere Missionen. Da vorne mache ich auch noch Schätze aus. Und wir wollten ja auch noch in ein Geschäft. Das war ja auch ein Plan. Und die Piratenuniform kaufen und was weiß ich, was ich alles noch machen wollte eigentlich. Das ist, es steht noch viel an hier bei Assassin's Creed 4. Entschuldigung, müsst ihr da mal vorbei. Danke, dass sie mich da über die Bank laufen lassen. So, und jetzt nicht zu sehr auffallen, denn hier lauert ein Schätzchen. Und was sehen meine alten Augen da? Eine wunderschöne Schatztruhe.
mit Beute im Wert von 307 Real. Praktisch. So, ich werfe mal einen Blick auf die Karte, wo der nächste Aussichtsturm ist. Da vorne laufen wir quasi direkt auf einen zu. Hier haben wir auch noch Schätze, also Kingston scheint wirklich sehr groß zu sein. Sperrgebiete gibt es auch zur Genüge. So ein bisschen in so einer Bucht, ne? Die ganze Stadt. Finde ich eigentlich ganz cool. So, dann schnappen wir uns noch den Aussichtsturm auf jeden Fall. Und dann könnten wir eigentlich auch mal hier nachher in den Laden gehen und gucken, dass wir uns da neue Schwerter kaufen oder halt, wie gesagt, die Piratenmontur. Die Schwerter werden aber langsam, aber sicher auch mal dringend nötig, denn die Gegner, wie gesagt, die werden härter. Und das bekommt man ja bei so einem Enterkampf und sowas doch zu spüren, dass man da nicht einfach mehr so überrennen kann. Geht natürlich schon noch irgendwie. Ich müsste mal hier aufs Dach heimlich. Und jetzt hier hoch. Auf zum Aussichtsturm. Auf zu neuen Entdeckungen. Hier im schönen Kingston. Auf der Insel Jamaika. Bei unserer Reise. Durch die virtuelle Welt. Da kommt er gerade nicht hoch. Unser lieber Freund Edward. Oh, da vorne seht ihr die Jackdaw. Sieht das nicht cool aus? Mit den roten Segeln finde ich auch nice. So unterscheidet sich das Schiff halt auch viel mehr von dem Rest. So, Kingston, 2 von 9 Aussichtspunkten schon entdeckt. So, und dann marschieren wir jetzt mal rüber. Was haben wir denn davon, wenn wir diesen Kurier töten eigentlich? Ist doch irgendwie sinnlos, oder? Der verbreitet irgendwie übelste Neuigkeiten über uns, dass wir Piraten werden und was weiß ich für ein Mist. Ist nicht so ein ganz lieber Kerl. So, und wir rennen jetzt mal zum nächsten Gemischtwarenladen. Gemischtwarenladen ist auch nice. Gemischtwarenladen natürlich. Oh. Hey, ein Shanty. Den lasse ich mir diesmal nicht entgehen. So, jetzt hier runter. Und da vorne ist dann auch schon das Geschäft. Schön hier, oder? Kingston ist schon ein nettes Örtchen. Welchen Ort fandet ihr denn bisher eigentlich am besten? Schreibt doch mal in die Kommentare hier von Assassin's Creed 4. Ich glaube, ich fand Salt Key ziemlich cool. Das war einer meiner Lieblingsorte bisher. Muss auch nicht immer die große Stadt sein vielleicht, aber ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Oh, der kommt wohl aus Italien. Buongiorno. How are you, my friend? So, Monturen. Und jetzt hier, komm, was soll's. 6000 Real, aber dafür sieht's nice aus. Neuen Gegenstand gekauft. Bene, grazie amico. Ja, das ist eine coole Montur, oder? Mal ganz ehrlich. Die ist Hammer. Und damit zeigen wir sind Pirat. Das war mir 6000 Real wert. Coole Montur, echt. Ach, ich muss da vorne raus. So, und sonst gebe ich jetzt nicht mehr Geld aus. Obwohl, ich gucke mir gerade nochmal, was die... Jetzt sparen wir mal vielleicht auf eine neue Klinge. Dazu müsste ich allerdings auch noch ein paar Nebenmissionen machen. Und es ist wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn wir auch ein paar machen. Weil, ha, ihr seht, das ist echt teuer. Boah, die französischen Duellschwerter. Ja, das sind insgesamt 11 Punkte. Boah, die sind natürlich auch super, der Offiziersrapier. Puh. Das wird auch nochmal ein harter Tobak. Also eigentlich tut sich da nicht viel bei den beiden Waffen. Die Duellschwerter sehen irgendwie cooler aus, finde ich. Bin mir nicht sicher. Obwohl, ja. Oh, das sieht auch geil, der Piratenkrummsäbel. Vielleicht nehmen wir einfach den. Der macht auch am meisten Schaden. Hat allerdings nicht so eine geile Geschwindigkeit. Kostet allerdings auch nur 10.000. Later perhaps, no? Na, das sieht doch Hammer aus jetzt, unsere Piraten hier, unsere Piratenkluft. Das ist richtig geil.
Damit kann ich auf jeden Fall leben. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt doch mal in die Kommentare, dass ich da einen guten Kauf gemacht habe. Hä? Saraza, hast du mal ausnahmsweise was Gutes getan bei der ganzen Scheiße, die du hier immer fabrizierst in Assassin's Creed? Ich reg mich jedes Mal auf, aber der Mantel sieht cool aus. Hier mal so ein schönes Foto, hä? Doch, der ist super cool. Jetzt nochmal hier. Von der Seite. Aber kostet halt auch 6.000. Das ist schon ein Wort. So, wir schauen nochmal auf die Karte und dann sacke ich jetzt hier noch ein bisschen Krempel ein. Oder mache noch mehr Aussichtsposten hier für uns. Das muss leider auch sein, weil gerade zu Beginn, wenn wir hier Missionen in der Stadt haben, ist es wichtig, dass wir die Karte halt halbwegs aufgedeckt haben. Damit wir halt auch sehen, wo latschen wir lang und so weiter. Naja, und nach der Zeit der Piraterie wurde dieses Geschäft hier in Jamaika vor allem mit dem Zuckerrohr abgelöst. Zuckerrohr für was? Natürlich vor allem für Rum. Da waren nicht nur die Piraten ganz groß drin, der wird ja heute auch noch gerne getrunken, der Captain Morgan und Co. Moment mal eben. Wir sind ja hier auch recht angeschlagen nach Kingston gekommen. Und hier könnte ich auch mal eben verkaufen. Fracht verkaufen. Zucker. Zack, da haben wir nämlich noch einiges an Kohle noch am Start. Stoff. Geht leider nicht klar. Rum. Da machen wir auch noch 510 Real. Geschäft und Vergnügen. Eine Trophäe erhalten. Sehr schön. Und wir könnten natürlich eigentlich auch nochmal unsere Schiffe losschicken. Aber ganz ehrlich, dieses ganze Handelssystem mit den anderen Schiffen finde ich nicht so spektakulär. Das hat mich auch schon bei Assassin's Creed 3 irgendwie gestört, weil ich will ja hier keine Wirtschaftssimulation spielen. Es ist ja immer noch ein Adventure. Ich finde es ein nettes Gimmick für die Leute, die es interessiert. Mich nicht so sonderlich. Und ich hoffe, da seid ihr mir nicht böse. Ich werde das natürlich nochmal zwischendurch machen, aber ich werde das jetzt nicht komplett hier. Ich muss jetzt hier unbedingt nochmal meine Flotte da und dahin schicken und sowas alles. Weil ich will, bin hier vor allem, um Abenteuer zu erleben. Oh, wen haben wir denn da vorne? Boah, die neue Kluft ist super. Sau cool jetzt. Der Piratenmantel. Oh, Schlüsselträger aufspüren. Da vorne hätten wir halt, wie gesagt, noch ein Lagerhaus. Ihr seht es ja selber. Vielleicht machen wir das nochmal. Da vorne mache ich auch noch welche aus. Kingston haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon einiges entdeckt. Für diese Folge schon mal nicht schlecht. Cool, wir können das ja wieder synchronisieren. Das habe ich ja noch nie gemacht. Weil es so toll aussieht. So. Jetzt einmal runter hier. Und schauen. Immer auf der Hut sein, versteht sich? So, da betreten wir jetzt das Sperrgebiet, wenn wir da runter gehen. Ich aktiviere noch einmal Adlerauge, um auch ja möglichst viele Engländer hier zu markieren. Irgendwo ist der Schlüsselträger in dem Areal da vorne. Und mit Schlüsselträgern kennen wir uns ja mittlerweile aus. Wir können jetzt eine harte Nummer machen draus. Genau, ich bin's. Aber du wirst nicht entkommen, mein Freund. Yeah! Wie cool das ist hier mit dem neuen Piratenmantel. Den feiere ich hart. Geh ruhig weg, Sklave. Keine Sorge, ich werde dir nichts tun. Die Briten standen teilweise wohl nicht so gut zu den Sklaven. Hier könnten wir alles in die Luft sprengen. Eigentlich auch eine gute Nummer, oder? Wollen wir das mal probieren? Sollte ich aber vielleicht mal in Deckung gehen. Vielleicht erstmal die Klingel sabotieren, die Alarmglocke. Ach komm, was soll's hier? Shit! Alarm! Alarm! Ah, das war ja super. Ach so, das kann ich gar nicht so in die Luft jagen. Interessant zu wissen, gut. Wow. Schnell weg. Der Schweinepriester. Was soll der Mist? Du tickst ja nicht mehr sauber, mein Lieber. Autsch.
nichts da. So, jetzt hat er das Ding in die Luft gejagt. Dass ich das nicht mit Schüssen in die Luft jagen kann, oder war ich da zu weit weg? Ich hab's nicht ganz eruieren können. Oh! Scheiße, Mann. Das habe ich nicht bedacht. Die Schützen. Ich muss hier kurz in Deckung gehen. Und kurz sie ausharren. Wenn die Jungs runterkommen wollen, können sie das gerne haben. Dann können sie gerne meine Klinge spüren. Aber bevor ich hier verliere... zücke ich lieber selber mal meine Waffe. Shit. Komm, das bringt nichts. Nicht mit so einer alten Flinte. Ich muss erstmal den Typen hier oben ausschalten. Und dann kann ich mich vielleicht mit den anderen messen. So, und jetzt... ah, nicht runterfallen. Hey, warum kann ich die nicht aufnehmen, die Waffe? Ah, jetzt kann ich sie doch aufnehmen. Hat irgendwie gerade nicht funktioniert. So, und jetzt mit dem Gewehr. Zu weit weg, man trifft die ernsthaft nicht von hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, hier können sie mich nicht erwischen. Ha, sehr geil. Okay, der eine schon mal tot. Das Problem wäre beseitigt. Den Schlüsselträger haben wir aber immer noch nicht ausgemacht. Ah, und wenn er an der Spitze steht, geht's. Muss ich nur warten und dann schießen. Der hat gesessen. Der hat ihn auf jeden Fall erledigt. Ja komm, brauchen wir nicht mehr die Wumme. Wir schauen jetzt nach dem Schlüsselträger. Und wenn wir gerade schon mal hier neben stehen, können wir eigentlich auch... eigentlich so das Ding sabotieren, oder? So. Das macht uns keine Probleme mehr und der Schlüsselträger müsste ja hier auch irgendwo sein. Bist du es? Du bist es. Hi. Ja, die Kleinen greifen mich mit Messerchen an. Pam! Was hat er nun davon? Wow! Alter! Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht soll ich gerne meine Schwerter wieder zur Hand nehmen. Ich hätte nichts dagegen. Stolper du ruhig mal weiter. Ich schnapp mir dich schon noch. Und da kommt der Nächste runter. Hallo! Nett, ihre Bekanntschaft zu machen. Ha. So, wollen wir den Schlüsselträger unter diesem Leichenberg da vorne. Ich wollte den Schlüssel stehlen. Ich wollte gar nicht. 15 Real und jetzt das Lagerhaus plündern. Und da fällt natürlich wieder einiges an Beute an. Und einiges an Beute vor allem für uns ab. Einmal reinspaziert bitte. Cool. Für 1550 Real. Schnell, Jungs, macht den Laden leer. Wunderbar. Na, das macht schon Spaß, wenn ein Plan funktioniert. So, und jetzt schnappen wir uns da vorne noch den Schatz und machen immer mehr Beute hier. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich unsere neue Kluft super cool finde? 2 von 18 Truhen in Kingston. Oh, das ist auch ein schönes Foto hier gerade. Ne? Aber Fotoapparat gab es damals ja noch nicht. Nicht so wie bei uns in GTA Online. Da machen wir oft auch Selfshots und sowas alles. So. Da vorne wäre noch eine Taverne. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, ihr merkt schon. Hey, war nicht viel Story jetzt hier. Ich habe jetzt erstmal einiges erkundet. Und da vorne hätten wir auch noch ein Lagerhaus. Und hier hätten wir auch noch einen Aussichtspunkt. Puh, da steht noch einiges an. Vor allem die andere Seite haben wir noch gar nicht so wirklich ausgemacht.
Das muss ja auch zu Kingston gehören. Wahrscheinlich werden wir da noch mal hingeführt. Hier vorne haben wir noch einen Schatz. Da das Haus, da waren wir auch schon. Und hier ist auch noch so eine Templerjagd, der Maroon-Assassine. Vielleicht können wir das nochmal angehen, gerade in dieser Mission. Dann haben wir ja so ein bisschen Schnickschnack, Zwischenmission, Nebenaufgaben und so. Dieses Mal vor allem wieder viel an Land, aber wir hatten ja auch viele Abenteuer jetzt auch auf hoher See schon in den letzten Folgen. Das mit der Voreroberung zum Beispiel, das war ja wirklich alles ziemlich spannend auch. Vorsicht, muss aufpassen, dass ich die Wachen nicht umschubse. Da reagieren die immer kribitzig und wollen mir eins dann auf dem Deckel geben. Und hier müssen wir doch eine weitere Assassinen-Mission haben. Templerjagd. Was wollt ihr von mir, Engländer? Edward Kenway. Ich kam, um euch zu warnen. Ich bin Waliser. Für mich seht ihr alle gleich aus. Wozu brauche ich eine Warnung? Mein Leben besteht aus Gefahr. Daran bin womöglich ich schuld. Dann schuldet ihr mir was. Wie der Zufall will, brauche ich jemanden, der ein paar meiner Freunde befreit. Sklaven, meint ihr? Brüder. Krieger. Die Hoffnung der Maroon. Klingt nicht, als würde es mich was angehen. Ich möchte nur, dass ihr euch unter eure Landsleute mischt. Sucht Hinweise, wo man meine Freunde festhält. Fein. Ich sehe, was ich tun kann. Die Wachen belauschen. Ein neues Missionsziel. Die letzte Hoffnung sind wir mal wieder. Ich frage mich natürlich jetzt, was da genaues vor sich geht. Und wir müssen denen ja helfen, weil wir haben ja diese Karte übertragen. Ist ja im Prinzip wirklich unsere Schuld, dass diese Assassinen gejagt werden. Aber wir konnten das damals ja auch nicht wirklich ahnen. So, wir mischen uns hier mal unter das Volk. Und dann entließ er mich. Ohne Sold. Wegen Trunkenheit. Angeblicher Trunkenheit. Ich musste den Mann nur nach Norden eskortieren. Nein, Süden. Nein, Norden. Ganz sicher Norden. In Richtung Lagerhaus. Stimmt, das Lagerhaus. Jedenfalls ist er ein Sklave. Er trägt Fußeisen. Der entkommt uns also ohnehin nicht. Die Schlagseite hat auf den dritten Nagel. Trinken wir noch einen und denken. Gibt's da einen aus? Ich bin arbeitslos. So, die Unterhaltung haben wir belauscht. Das wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Die sind ziemlich betrunken, die Typen. Wir gehen zurück. Eine weitere Unterhaltung soll belauscht werden. Ich weiß aber nicht, ob das diesmal wieder so einfach wird. Hier einfach mal ins Heu rein. Nee, nicht den Baum hoch. Auch wenn du dich freust über deinen neuen Piratenumhang, lieber Edward. Wir müssen weiter in Richtung 90 Meter und eine weitere Unterhaltung belauschen. Ich frage mich, wie viele wir da noch belauschen sollen. Mal so eine kleine Nebenmission, damit ich das auch mal gezeigt habe. Muss ja auch mal sein. Und wir wissen, was es da mit diesen Templer-Geschichten auf sich hat, wo wir die Assassinen warnen sollen. Oh. Halt ihn ganz in der Nähe fest. Wozu denn? Ich weiß es nicht. Um ein Exempel zu statuieren oder so. Was hat er denn getan? Muss er denn etwas getan haben? Manchmal braucht man einfach ein abschreckendes Beispiel. Das ist mein wahres Wort. Die sind diesmal nicht betrunken, die beiden. Was höhere Gefahr bedeutet.
und sie bleiben stehen. Schnell Deckung. Ich bin noch in ihrem Radius. Jetzt schnell nach vorne. Entschuldigung, liebe Frau. Lungert hier nicht herum. Die Wendler haben Ohren, denn ihr wisst, was ich meine. Verfolgt man uns? Wir müssen die anderen warnen. Fang. Shit. Nein, der Falsche. Ach, Mann. Hau ich da den falschen Typen um. Weil er gerade daneben stand. So, Nummer 1 ist da. Was jetzt? Du hast die Informationen, die ich brauche. Nein. Ich habe von euch gehört, Assassinen, tu mir nichts. Ich will nur wissen, wo dieser Sklave ist. Weißt du von jemand, der festgehalten wird? So ganz speziell. Bitte, lass mich leben. Mein Weib und meine Kinder. Dann komm schon. Raus damit. Sucht bei der Windmühle. Na, war das so schwer? Mission beendet. Der Maroon-Assassine. Dem haben wir auf jeden Fall den Arsch gerettet. Templerjagd 03, Mission 1. Ja, super. Hat auch wunderbar funktioniert. Können wir auch nochmal Details ansehen und so. Ach ja. Gut, und wir machen dann mal weiter in der nächsten Episode. Da haben wir Kingston endlich ein wenig näher kennengelernt. Ein wirklich schöner Ort zum Verweilen, muss ich ja sagen. Und was sind, wie gesagt, eigentlich eure Lieblingsorte bisher im Spiel? Und natürlich vielleicht auch in der echten Welt, das wäre auch mal interessant zu wissen. Obendrauf, was haltet ihr von der neuen Montur? Sagt doch mal Bescheid. Ich wünsche euch noch einen super Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen.